Das sagt euch keiner. Es sagt euch keiner, die Folgen von diesem Virus sind nicht nur Wirtschaft, die Folgen sind nicht nur, oh, ich muss mal 14 Tage in Quarantäne, sondern die Folgen sind, dass Dinge nicht mehr da sind, weil sie gar nicht mehr hergebracht werden. Weil wir es verpassen, es selber zu machen. Und das ärgert mich. Ich habe unter meinem letzten Corona-Video gesehen, dass ein Kommentar da stand, und so macht man Profit. Und ich lese vermehrt, dass das Ganze von der Pharmaindustrie jetzt nur Geldmacherei ist. Aber in diesem Video zeige ich euch wirklich, und das ist mir sehr, sehr wichtig, was wirklich passiert in Zukunft in unserer medizinischen Versorgung durch diese Hysterie, die im Moment um diesen Virus entfacht wird. Daran denken im Moment nämlich die meisten überhaupt nicht. Und wenn dich das interessiert, dann schau auf jeden Fall dieses folgende Video und gib mir natürlich auch einen Daumen hoch, wenn es dir gefällt und auch gleichzeitig ein Abo. Wir beginnen aber, und das ist eine super Sache, die ist richtig, richtig cool. Wir verlinken diesen Link auch unter dem Video. Es gibt eine Universität, die Johns Hopkins Universität, und die sammelt alle Daten, die zu diesem Thema von hochoffizieller Seite, von verschiedenen wirklich unabhängigen Institutionen erhoben wird und fügt die zusammen in ein Dashboard, in eine Karte. Und in dieser Karte sind genau tagesaktuell, wie viele Infizierte sind gemeldet, wie viele Tote gibt es und wie viele Geheilte gibt es. Weil darüber sprechen die wenigsten. Ich habe heute geguckt und wir haben ungefähr 100, Stand jetzt, 110.000 Infizierte auf der Welt und wir haben ca. 3.800 Tote. Aber wir haben auch über 62.000, die schon geheilt sind, die von dem Coronavirus, sage ich mal, im Moment ja nicht mehr betroffen sind. Und deswegen ist es mir wichtig, auch differenziert zu berichten. Dieser Coronavirus hat natürlich Folgen und ich will auch die Toten wirklich nicht, sage ich mal, runterziehen. Aber wir haben auch Riesenerfolge und es ist so, dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass die Zahlen, die im Moment veröffentlicht wird, sowieso für die Katz sind. Weil erstens messen wir überhaupt nicht diejenigen, die nur leichte Symptome haben. Die messen wir gar nicht. Ja, diese Patienten, die sind komplett unter dem Radar. So, das heißt, diese Zahlen sind alles nur für die Daten, die wirklich erhoben sind. Und deswegen, ich habe auch viel gelesen, ja, 1,2% habe ich gesagt, oder 1-2%, jetzt in der WHO ist es 3,4-3,8% Mortalitätsrate. Ganz ehrlich, die Zahlen, die sind überhaupt nicht valide. Also meine persönliche Meinung ist, dass sie bei 0, liegen, aber das ist meine Meinung, weil ich einfach persönlich glaube, dass die Dunkelziffer an Infizierten viel, viel höher ist und die Panikmache maximal. Ja. Was auch noch entscheidend ist, was auch die meisten nicht wissen, die Kinder, die infiziert sind, die haben meistens nur ganz leichte Symptome. Die haben überhaupt gar keine Probleme. Das ist auch bei Schwangeren so. Und das sollte man auch nochmal genauer betrachten. Ja, das sollte man auch nochmal genauer betrachten. So, und ich habe auch noch ein paar Fragen von euch, die für mich noch entscheidend waren und auf die ich auch nochmal eingehen möchte. Ja, es gibt nämlich immer wieder die Frage, kann man einen Test machen? Kann man im Endeffekt noch mehr tun, um das Ganze zu verhindern? Und ich mache ein kurzes Folgevideo, wo ein japanischer Doktor einen Corona-Selbsttest empfiehlt und taiwanische Wissenschaftler sagen, okay, so kannst du Corona verhindern. Das kommt aber in einem kleinen Video hinten dran. Schau auf jeden Fall da rein. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. So, aber was ist das, was mich wirklich sauer macht und was dich sauer machen sollte? Die Auswirkungen dieses Viruses sind ja, dass wir in Quarantäne gesteckt werden, dass Indien Exportverbot hat, dass China Exportverbot hat. Aber wo kommen denn unsere Medikamente her, die in Deutschland schwerstkranke Patienten auf Intensivstationen und im Krankenhaus das Leben retten? Die kommen aus Indien, die kommen im Endeffekt aus China. Und wenn wir das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise wieder mehr rational sehen, diesen Virus, und diese Embargos aufheben und einfach mal
auch wirklich wahrhaben wollen, dass dieser Virus eine Pandemie ist, aber zum Glück nicht dieses Potenzial hat, wirklich richtig Mortalität reinzuführen, dann bekommen wir unsere lebenswichtigen Medikamente nicht mehr hier in Deutschland, weil wir nicht autark sind mit unseren Medikamenten, weil wir sie selber nicht mehr herstellen. Selbst in Europa werden die nicht mehr hergestellt, weil unser Gesundheitssystem sagt, wir wollen billig. Krankenkassen, wir wollen billig. Und Gesundheitssystem sagt, wir wollen billig. Und deswegen produziert in China, produziert in Indien. So, und was ist die Konsequenz in ein paar Monaten? Ja, wenn wir nicht mehr beliefert werden aus diesen Ländern mit diesen wirklich wichtigen Medikamenten, die Leuten das Leben retten in den Krankenhäusern, dann haben wir kein Virusproblem mehr. Da haben wir ein Medikamentenproblem, da haben wir ein Problem, wo die Leute einfach nicht mehr versorgt werden können. Und das will ich nur mal sagen. Das ist entscheidend, das sagt euch keiner. Es sagt euch keiner, die Folgen von diesem Virus sind nicht nur Wirtschaft, die Folgen sind nicht nur, oh, ich muss mal 14 Tage in Quarantäne, sondern die Folgen sind, dass Dinge nicht mehr da sind, weil sie gar nicht mehr hergebracht werden. Weil wir es verpassen, es selber zu machen. Und das ärgert mich. Es tut mir leid, es offen sagen zu müssen, aber das ärgert mich, dass es überhaupt gar nicht aufkommt. Deswegen ganz, ganz entscheidend, meine Empfehlung, bewahrt wirklich Ruhe. Natürlich, seid achtsam, seid vorsichtig, aber bewahrt Ruhe, weil Panik, ich habe heute einen Artikel in der Zeitung gelesen, der sagte, Panik rettet Leben. Panik rettet Leben, was ist denn das für eine Aussage? Also, wer sagt, Panik rettet Leben, der muss mir das nochmal genauer erklären. Also ich verstehe das nicht. So, also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, Corona, der Coronavirus ist eine Sache, die für ältere, für schwerstkranke Patienten sehr, sehr kritisch sind. Aber für all die anderen da draußen, 80% der Leute haben damit gar kein Problem. Und deswegen meine Empfehlung an euch, abschließendes Kommentar, schaut euch auf jeden Fall mal die Seite an, die ich unten verlinkt habe, wo gezeigt wird, wie viele Tote wir haben, wie viele Überlebende wir haben, die geheilt sind. Ja, und überlegt euch, was die Folgen von dem Ganzen sind, wenn wir nicht jetzt wirklich rational uns überlegen, wie wir mit der Sache umgehen. Weil so, dass wir sagen, okay, wir isolieren alles, wird es bei so einem Virus, ja, ganz ehrlich, viel, viel schlimmere Folgen haben als der Virus selber. Und das ist meine persönliche Meinung. Gebt mir gerne die Kommentare. Ihr könnt auch ganz ehrlich sein. Und wenn es euch aber gefallen hat und ihr sagt, hey, endlich mal einer, der sagt, was denn die Folgen sind von dieser Hysterie, die in den Medien verbreitet wird, ja, weil die Ärzte, die Pflege, macht einen riesen Job, ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und gerne abonniert auch meinen Kanal. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut, euer Frank.